Die Japaner, die neuen Saubermänner. Ja, ist schon Wahnsinn. Also schreiben die dann schönes auf Russisch Danke hin, hinterlassen die Kabine picobello. Und am faszinierendsten finde ich echt diese Aussage: Wir hinterlassen Plätze sauberer, als wir sie vorgefunden haben. Ja gut, irgendwie so Publikum, Mülltüten da irgendwie auf der Tribüne und allen Müll wieder einsammeln, ist ja alles okay. Aber sauberer? Sag mal, haben die in der Handtasche immer irgendwie was zum Renovieren dabei? Hier ein Pinsel, hier ein Sitzstreichen. Und jetzt meine Bitte, weil ich hätte hier auch was zu renovieren, zu reparieren. Wenn hier Japaner unter euch sind, ne? Bitte, kommt vorbei, ihr dürft hier mal Platz nehmen, hinterlasst es richtig schön. Ich hätte nichts dagegen. Jo, und was die Japaner halt leider nicht reparieren können, wo ich selbst für zuständig sein werde, und das wird uns auch noch irgendwie gelingen, sind die Bilanzen. Im Achtelfinale hatten wir jetzt 3 richtige Zettel, Gott sei Dank alle mit einer guten Zweierquote. Das heißt aber natürlich, 5 waren auch daneben und kurioserweise natürlich auch mal wieder die niedrigen Quoten. Also die 1,75 haben wir hier, die 1,6. Oh Gott, ja, Spanien, das war ja ganz übel. Okay, wir haben gut zu tun, werden das ja auch gleich dann mit neuen Tipps hoffentlich sinnvoll korrigieren können. Das werden wir dann aber erst ab morgen sehen. Unsere WM-Bilanz auf jeden Fall nach dem Achtelfinale steht gerade bei -15,47%. Zumindest hat es Harry Kane geschafft, dass wir nicht irgendwo bei dieser fast 20er Minusprozent bleiben. Naja, schön ist das nicht. Ich häng's mal hier oben hin. Ja, lässt sich dazu sagen, halt so, ja, wer jetzt wirklich nur unsere Zweierquoten gespielt hätte und ein Bonusprogramm, übrigens hier unten Bet 3000 anmelden. Die meisten werden sicherlich den Bonus sich schon runtergeholt haben. Ja, geschnappt haben und gespielt haben. Wer es noch nicht getan hat, Mindestquote ist 2-0. Da wäre man jetzt, hätte man unsere WM-Tipps mitgenommen. Wirklich gut mit dem Bonus dabei, den nach Hause zu fahren. Also, glaube ich, irgendwie so 5% oder 6% Verlust. Aber man kriegt ja immer diese 100 Euro geschenkt von Bet 3000. Also, kickt es euch mal an. Ja, und ansonsten, ganz schön warm hier im Studio, also fühle mich hier gerade wie in so einem Schwitzkasten. Aber wir gehen direkt rein in die neuen Tipps. Und wir beginnen natürlich morgen um 16 Uhr mit der Partie Uruguay gegen Frankreich in Nizhny Novgorod. Dann nehmen wir das X für 3.20. Uruguay, ja, verteidigen können sie. Ein Gegentor, Pepe war verantwortlich. Franzosen, ja, dieses 4:3, natürlich toll gespielt, aber wir haben ja auch im Vorfeld schon gesagt, die Argentinier sind da relativ offen, da kann man die Räume gut überbrücken und das ist genau der Gegner für einen Mbappé und so weiter, Traumtor, Pavard etc. Uruguay bangt natürlich um Cavani, ein Killer der Typ, ich nenne ihn nur noch Ego-Shooter, also wie der diese 2 Hütten da gemacht hat, hervorragend. Andererseits darf man die Bank auch nicht unterschätzen und wenn man einen Cavani, man sagt ja, er hat jetzt irgendwie nur so einen Bluterguss in der Wade, zwar wohl relativ heftig, aber sollte man ja wegkriegen können, man hatte ja jetzt ein paar Tage Zeit. Ich sag mal, der ist zumindest für eine Einwechslung parat, tippe ich mal. Aber abgesehen davon, die haben ja auch noch einen Stuani oder einen Gomez, die sind auch in der Top 10 der Torjägerliste La Liga. Der eine hier, der Gomez spielt für Celta Vigo, hat unwesentlich weniger getroffen als Aspas dort. Echt gut Hütten gemacht. Und der andere ist Stuani, der spielt bei Aufsteiger Girona, die ja eine Bomben-Saison gespielt haben. Und das scheint auch so ein Ego-Shooter zu sein. Also 21 Hütten hat er gemacht, mit Abstand der beste Torschütze bei Girona. Musste erstmal bei Girona schaffen. Ne? Also ich meine, Pedersen wäre auch fast als Freiburger mit zur WM gekommen. Aber der hat 21 Hütten gemacht, 0 Assists und Suarez natürlich halt on top. 3 Uruguayer in La Liga Torschützenliste. Die können auch, glaube ich, eventuell den Cavani ersetzen. Suarez ist dann noch so ein Typ, der hat daneben echt vielen Hütten auch etliche Assists. Kann funktionieren. Also ich würde da nichts unterschätzen, nur weil der Cavani da jetzt ausfällt oder ausfallen sollte oder erst reinkommt oder so. Nee, würde ich nicht überbewerten. Was ich bei Uruguay halt sehr, sehr wichtig finde, ist,
Da sind so gestandene Jungs, ne? Also ich meine, der Godin, neben dem Jimmy Ness, der ja noch jung ist, aber die bilden ja auch die Innenverteidigung oft bei Atletico und die sind so eingezockt. Und dann gibt es den Cacheres, dann gibt es ja Suarez, Cavani. Die müssen diese WM was reißen, weil das ist deren letzte Chance. Und die sind als Team auf jeden Fall intakt und die geben da alles dran. Also dafür haben sie sich einfach echt zu gut präsentiert und das wird Frankreich richtig schwer haben. Matuidi kann man sicherlich ersetzen, aber halt die Stürmer werden da nicht so wirklich durchkommen. Und dann könnt ihr jetzt sagen, also ja, aber die Uruguayer, die spielen hart und so und da gibt es einen Elfmeter und dann macht der Griezmann das wieder so. Eine gelbe Karte haben sie. Hat hier der Kleine da von Juve, Bentancur, sich eingesagt, der ja wirklich echt eine super WM spielt. Das war es. Eine gelbe Karte. 4 Spiele. Eine gelbe Karte. Wer hätte das gedacht bei Uruguay? Finde ich Wahnsinn. Ich halte das X für am wahrscheinlichsten. Wird ein erbitterter Kampf. Ich sage 0-0 oder ein 1-1 nach 90 Minuten. 3-2. Gute Quote dafür. Nächstes Match ist Freitagabend, also morgen Abend, Brasilien gegen Belgien. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. In Kasan um 20 Uhr. Wir sagen, über 2,5 Tore werden fallen. Die Quote bei guten 2,00. Ich gehe mal von einem, ja, glaube ich, 2-2 oder 2-1 Brasilien aus. Andererseits Belgien auch nicht komplett chancenlos, haben gegen Japan tatsächlich gute Comebacker-Qualitäten gezeigt, können von der Bank was bringen. Brasilien andererseits, ja, geht ganz gut auf Strukturfehler ein, funktioniert als Team sehr gut. Der Neymar kann sich natürlich hier diese Spirenzchen ein bisschen sparen, obwohl da natürlich ihm jemand draufgetreten ist. Aber nun gut, so weh tut das nicht. Ja, die Offensivreihen sind gut. Ich hoffe und glaube auch, das wird ein Spiel mit ganz offenem Visier. Also ich würde mich sogar nicht wundern, wenn das irgendwie 3-3, 4-4, vielleicht sogar 4-3. Also ich erhoffe mir da tatsächlich das nächste Frankreich-Argentinien-Spiel raus. Also da will ich was sehen, da will ich Hütten sehen. Aber auch gute Paraden, Torchancen links und rechts, wie blöde. Über 2,5, 2-0, Top-Quote. 16 Uhr am Samstag haben wir dann Schweden gegen England in Samara. Da sagen wir X und nehmen eine gute Quote von 3,40 mit. Weil die Engländer, klar, über den Kampf gekommen sind, teilweise ganz gut gespielt haben. Die Kolumbianer haben denen das Leben schon echt schwer gemacht. Stark in den Zweikämpfen, gut dicht gemacht teilweise. Aber ja, James hat da gefehlt, aber die mussten da wirklich rackern. Wunderbar, dieses Elfmeterschießen, was sie endlich mal gewonnen haben bei einem großen Turnier oder seit langer, langer Ewigkeit. Hat mich gefreut, also ich mag die Engländer, aber die Schweden, die kommen denen nicht wirklich gelegen, weil die Schweden können genau das, was England eigentlich spielen möchte. Und da ist dann halt mehr Dele Alli oder Henderson vielleicht auch aus der zweiten Reihe mal gefragt. Die müssen da auch mal abziehen. Also Kane wird dann nicht so viele Stiche bekommen, wenn dann doch, ja, ein bisschen mehr aus der Box kommen, vielleicht sich die Bälle auch mehr abholen, wie zum Beispiel, wir das ja auch schon mal gesagt haben, wie Benzema das gemacht hat bei Real Madrid in Champions League Spielen, wo es dann in die Finals ging. Sowas wird der Harry Kane mehr in dem Spiel machen müssen, der wird sich halt mehr zurückziehen, die müssen auch vorne mehr variieren, dass da einfach irgendwie nicht so viel Mann gedeckt wird. Obwohl ja die Schweden eigentlich auch kompakt halt einfach im Raum stehen. Klassisches 4-4-2, was ja Uruguay zum Beispiel auch sehr gut spielt. Ja, und da müssen die Engländer erstmal durch. Also ich vermute 0-0 oder der Forsberg trifft auch mal aus der Distanz oder wieder ein Elfmeter. Ah, nee, die Schweden, die verursachen auch nicht so viel. Ja, 1-1 oder 0-0 ist so für mich so ein ähnliches Spiel wie Uruguay-Frankreich. Ich glaube, da werden in beiden Spielen nicht viele Tore fallen. Warten wir es ab, die 3-4-0 ist auf jeden Fall eine Top-Quote für diese Partie auf das X. Und dann haben wir den Gastgeber am Samstag zur Primetime, 20 Uhr in Sochi. Haben sie die Blastbacken mal in die Sonne geschickt. Russland spielt gegen Kroatien. Wir nehmen den Sieg der Kroaten für 2,20. Und das ist ein Tipp mit dem Tippkönig wieder.
sind uns doch sehr einig, dass die Kroaten da sehr hoch dotiert sind und dass sie sich nicht so dusselig anstellen wie die Spanier. Dass sie da vorne einfach ja mehr Mumm auch zeigen und genau dieses Spiel von Spanien analysieren werden und sagen halt so von wegen, ey, da gab's doch Lücken. Klar, die Russen spielen mit einer Fünferabwehr, aber da kommst du durch. Also ich meine, so athletisch und dynamisch sind die auch nicht und da können gute Jungs durchstarten. Vielleicht könnte das sogar das Spiel von Kramaric sein. Perisic ist da ja sicherlich auch ein guter Typ. Mandzukic wird sich da in die Kopfbälle reinhauen und die sind einfach echt erfahrener, spielen auf einem höheren Niveau und die müssen jetzt wirklich sich mal um die Russen kümmern. Also ich möchte die nicht außerhalb des Viertelfinals. Viertelfinale ist ja schon viel zu weit. Stell dir beim Halbfinale vor, um Himmels Willen. Nee, das wollen wir nicht. Irgendwann muss das jetzt auch mal vorbei sein mit den Russen und die sollen auch jetzt mal Zuschauer werden. Ich hoffe, sie kommen trotzdem noch. Egal! Das war es nämlich schon mit den Tipps und schaut beim Tippkönig vorbei, den habe ich jetzt eben nur ganz knapp angerissen. Der ist nämlich morgen auch zum Beispiel, am Sonntag ist ja erst wieder Formel 1 und da haben wir ihn ja wieder, den King of the Road, der aber jetzt hoffentlich mit uns auch weiter, beziehungsweise jetzt wieder in die Spur in Sachen gute WM-Bilanz gemeinsamer Sache ist. Aber da könnt ihr halt für Sonntag halt auch den fußballfreien Tag mit seinen Formel-1-Tipps ja vielleicht probieren. Also da hat der echt eine Kenne, der wird auch von mehreren Kollegen absolut gelobt, die ein bisschen mehr Ahnung haben davon als ich. Ich werde mich vielleicht da am Sonntag auch mal mit beschäftigen. Hier unten, wie gesagt, gibt es den Link zu ihm. Beim Jörg könnt ihr vorbeischauen und apropos Jörg, da gibt es dann morgen früh den Talk, da unterhalte ich mich mit dem Jörg sehr intensiv über die Viertelfinalpartien, die da am Wochenende dran sind. Und da freue ich mich drauf und ich wünsche uns allen Top-Tipps. Euch, ich hoffe, ihr tragt unsere Entscheidung. Wenn ihr andere Ideen habt, da unten rein in die Kommentare, lasst ein Like da und wir sehen uns dann morgen mit dem Jörg. Tschüssi!